Hallo und herzlich willkommen zurück zum Godda Podcast, jetzt in der 2020er Edition. Heute mit mir hier, wie üblich, der wundervolle David, aka Ja. Dev. Vielen Dank, hallo. Und ich bin natürlich wie immer Steven, beziehungsweise Rookie. Und ja, der letzte Podcast ist schon eine ganze Weile her. Wir mussten unseren Craigbot, der uns auf Discord immer mit der Aufnahme ein bisschen unter die Arme greift, den mussten wir jetzt erstmal abstauben. Ziemlich eingestaubt. Yep. Und ja, David, wie bist du denn ins neue Jahr gestartet? Doch, war relativ gemütlich, relativ angenehm, bis auf eine kleine Erkühlung, die ich mir um Weihnachten herum eingefangen habe. Also das war eher ein bisschen ein ungutes Weihnachtsfest, das ich hauptsächlich im Bett verbracht habe. Aber Richtung Neujahr ist dann wieder besser worden und ich hoffe, man hört sich zu sehr an der Stimme raus. Ich habe noch ein bisschen einen Husten, aber ansonsten geht's schon wirklich gut. Und ja, bin ziemlich gut ins neue Jahr gestartet, bin schon sehr gespannt, was uns jetzt in 2020 im neuen Jahrzehnt alles erwartet. Natürlich auch hinsichtlich Sonic. Mal schauen, wie es weitergeht. Bin auf jeden Fall zufrieden. Was ist denn Sonic? Kann man das essen? Sollten es vielleicht mal probieren. Wie schaut es bei dir aus? Wie bist du gestartet? Ach, eigentlich soweit ganz okay. Ich war halt Weihnachten bei der Familie oben im Norden und zu Silvester bin ich mit meiner besseren Hälfte nach Hannover gefahren. Da haben wir bei Freunden ganz gemütlich ins neue Jahr gesessen, schätze ich. Also es war halt nicht wirklich eine Feier. Wir hatten auch kein Alkohol, kein gar nichts da. Wir haben einfach nur gemütlich beisammengesessen. Böller gab es auch nicht, weil ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von Böllern bin. Es ist halt einfach nur teuer und laut. Teuer, laut und für Tiere eigentlich nicht wirklich gar so vorteilhaft. Ich kann es gleich von meiner Hündin erzählen. Also sie ist wirklich ein verschrecktes, zitterndes Bündel um die Zeit. Und das ist absolut sehr traurig. Ja, keine Ahnung. Ich bin halt eh kein Fan von und deswegen hat sich das ganz gut angeboten, dass wir da ohne irgendwie Böller reingekommen sind ins neue Jahr. Danach Brockenwanderung, also wir sind hoch auf den Brocken gewandert, circa 9 Kilometer. Oh, wow, runter. Das war vor einer Woche. Und wer sitzt jetzt da und hat sich kräftig eine Erkältung eingefangen? Ich hoffe auch, man hört es nicht zu stark an der Stimme. Ich gebe mein Bestes. Wir wechseln uns da scheinbar ein bisschen ab. Kaum bin ich gesünder, dann erwischt es plötzlich dich irgendwie, ja. Also ich habe ja zum Glück nicht wirklich Fieber oder so, aber meine Nase spielt unfassbar verrückt. Also dieses ständige Nasenjucken, als ob du niesen müsstest, das ist furchtbar. Davon tränen die ganze Zeit die Augen. Und dabei habe ich nicht mal wirklich Schnupfen oder so. Also meine Nase ist halt eigentlich frei, aber es ist so nervig. Aber es kitzelt die ganze Zeit halt so rum, ja. Und dieses heiser sein und ein bisschen husten nervt mich auch unheimlich. Aber naja, was will man machen? Wenigstens kein Fieber. Also will ich mich jetzt mal nicht zu stark beschweren. Schlimmer geht immer, ja. Und bei dem Wetter, was da oben auf dem Brocken gewesen ist, wundert mich das auch nicht, dass ich mir da eventuell was eingefangen haben könnte. Aber war es kalt? Bei uns war es eigentlich wirklich extrem schön, die letzten Tage, auch zu Neujahr rum, eigentlich purer Sonnenschein. Naja, der Brocken liegt halt, ich glaube, 1141 Meter über dem Meeresspiegel. War sehr wenig da oben. Gar nichts. Und ich würde jetzt gern sagen, es hat geschneit, aber angefühlt hat es sich, als hätte mir jemand 1000 Messer ins Gesicht geworfen. Okay. Wir hatten schon eine Sichtweite von, keine Ahnung, 10 Metern, vielleicht 20. Richtiger Blizzard, könnte man sagen, ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber oben auf dem Brocken liegt halt auch ein relativ großer Stein, wo dann halt draufsteht, ja, Brocken so und so hoch und so ein paar Bodenplatten drumherum mit einer freien Fläche. Wir haben ihn nicht gesehen, also wir mussten ihn erstmal suchen, wo der ist, weil man da oben halt absolut nichts sehen konnte. Okay. Unter diesen Umständen ist verständlich, dass du da was eingefangen hast, ja. Aber trotzdem war es echt schön, Schnee zu sehen, weil das haben wir hier, wo ich wohne, Sachsen-Anhalt, nicht so oft, weil der Harz liegt quasi direkt davor und da schneit sich das alles ab. Das heißt, die letzten Jahre habe ich kaum bis gar keinen Schnee gesehen. Da geht's schade. Auf den Bergen ein bisschen besser, aber weiße Weihnachten waren es bei uns diesmal auch nicht, weil es scheint wirklich schon wochenlang die Sonne. Wir kennen keine Wolken mehr, wir kennen keinen Regen mehr. Und wir kennen Schnee sowieso nicht. Also, das ist ein ganz komisches Wetter aktuell. Was anscheinend würde ich mich ja noch mehr freuen als dieses ewige Grau. Es wird mit der Zeit relativ eintönig, wenn es nur mehr sonnig ist. Ja, aber das Grau ist eintöniger. Ja, auf Dauer natürlich. Aber hin und wieder mal so eine Abwechslung. Keine Ahnung, ich vermisse irgendwie den Schnee. Es hat seit Anfang November eigentlich nicht mehr geschneit bei uns. Ja, gut, bei uns hat es seit Februar nicht mehr geschneit. Okay, das ist dann ein bisschen länger, das stimmt. Aber wir haben ja auch so einen komischen blauen Igel, den wir aus Gründen, die wir selbst nicht mehr verstehen, immer noch verfolgen. Was? Ich hab gedacht, die Podcast-Folge von heute wäre einfach nur über Neujahr und Weihnachten und über unsere ganzen Wetterlagen. Ach so, ja, Wetter ist okay, neues Jahr hat angefangen, tschüss. Fertig, gut. Nein, also wir haben natürlich einiges an News verpasst über den Jahreswechsel oder über den Jahrzehntwechsel ja sogar.
Und die wohl wichtigste News war, also wir wissen es alle, Star Wars, der große Hype, kam jetzt ins Kino, der Abschluss, der eigentliche Abschluss, glaube ich zumindest, Episode 9. Und Episode 9 hatte Baby Yoda. Und nein, das war nicht aus Episode 9, da muss ich dich korrigieren. Das war aus der Star Wars-Serie, die auf Disney Plus rausgekommen ist. Dem Mandalorian, glaube ich. Ich bitte, Entschuldigung, ich bin kein Star Wars-Fan, also. Ich bin auch kein Star Wars-Fan, aber du weißt mehr darüber als ich. Ich habe mich ein bisschen zum Meme eingelesen. Also ich habe halt die Filme geschaut und ich wollte den neuen auch noch schauen, aber ich habe nur Baby Yoda auf Twitter explodieren gesehen und dachte halt, weil das war kurz vorm Release von Episode 9, dachte halt, ja, ist dann halt aus dem Film. Habe ich gar nicht hinterfragt. Nein, also das war die Serie, die ungefähr zeitgleich mit dem Film ein bisschen früher rausgekommen ist auf Disney Plus. Ja. Okay, gut zu wissen. Aber Baby Yoda war halt ein unfassbarer Hype auf Twitter. Also ich glaube, man konnte keine 2 Sekunden scrollen, ohne Baby Yoda zu sehen. Ja. Yep. Und da hat Paramount sich sehr wahrscheinlich gedacht, auf den Zug springen wir auf und packen last minute noch Baby Sonic in den Film. Genau, ja. Also last minute wird das natürlich nicht gewesen sein, aber naja, erzähl, David, was ist Baby Sonic? Also Baby Sonic wurde erstmals gezeigt in einem japanischen Trailer und es ist relativ interessant, also es war ein paar Tage nach Weihnachten, ich glaube es war der 27. Dezember, ja. Wo dann plötzlich mitten in der Nacht für unsere Zeit einfach so ein neuer Trailer aufgetaucht ist in Japan. Einen neuen Sonic Movie Trailer mit neuen Szenen, die dann wirklich auch Baby Sonic zeigen. Sonic als wirklich kleines Kind. Und war relativ interessant, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, der amerikanische Trailer dazu wird relativ bald nachreicht, vielleicht auch der deutsche Trailer, je nachdem. Aber nichts. Also Baby Sonic in Sachen Marketing existiert aktuell nur in Japan. Keine Ahnung warum, vielleicht. Es hat natürlich trotzdem die Runden gemacht bei uns, aber der Trailer wurde bis jetzt noch nicht übersetzt und man hat die Footage auch noch nicht in einem amerikanischen Trailer gesehen. Bisschen seltsam, aber okay. Ja, aber Baby Sonic sieht süß aus, oder? Oh, auf jeden Fall. Also ich mag das Design. Ist wirklich sehr knuffig. Und ich mein, wie er diese kleine Blume aus, diese Sonnenblume aus der Green Hill Zone in der Hand hält auf dem Artwork. Ja, es ist so niedlich. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch das alte Sonic-Design und wie Baby Sonic da ausgesehen hätte. Ja. Boah, ich glaube gar nicht so verschieden, bin ich ehrlich gesagt, bin ich der Meinung. Meinst du? Weil wenn ich das alte Sonic-Design und das Baby-Sonic-Design so vergleiche, die Augen sind größer, aber ansonsten sehe ich sehr, sehr viele Parallelen. Gute Frage jetzt, aber keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein bisschen anders aussehen. Weil gerade wenn man sich so die Augen anguckt, die sind halt deutlich weiter auseinander als bei dem aktuellen Artwork. Na? Oder beim aktuellen Design. Kommt mir zumindest so vor. Also vielleicht sind meine Augen da auch einfach nur schief, aber mir kommt es vor, als wäre ein deutlich größerer Abstand als ja bei dem jetzigen Sonic-Movie-Design. Und ja, keine Ahnung, glaube nicht, dass da so große Unterschiede gewesen sind dann. Wer weiß, ja. Seien natürlich gute Argumente. Mir kommt eher vor, also das Baby-Sonic-Design aktuell ähnelt schon sehr stark dem richtigen Kinodesign, das es dann letztendlich mit dem zweiten Trailer geworden ist. Und keine Ahnung. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie es früher ausgesehen hat. Änderungen sind relativ sicher passiert, schätze ich mal. Wo man einfach Baby Sonic aufs neue Sonic-Design ein bisschen angepasst hat. Aber wie groß diese Änderungen seien, gute Frage eigentlich, ja. Vielleicht ist es tatsächlich schon relativ akkurat gewesen. Und sie haben nicht mehr zu viel nachbearbeiten müssen. Ja, wann wir jetzt da irgendwie einen deutschen bzw. englischen Trailer kriegen, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wie ist es aktuell, muss ich sagen, recht ruhig geworden um den Sonic-Movie. Abgesehen davon, dass wir hier und da ein paar TV-Spots kriegen. Da gibt es übrigens auch 3 neue auf dem Paramount Pictures Germany-Kanal. Verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung auch. Ja. Ich rechne halt damit, das haben wir gerade vor dem Podcast auch kurz besprochen, dass ja so diese oder nächste Woche würde ich damit rechnen, dass da auch ein neuer Trailer kommt, weil der Movie-Release ist einen Monat entfernt. Ja, genau. Also wir nehmen gerade am 13. Jänner auf und der Movie-Release ist genau einen Monat jetzt entfernt von uns. Und für die, die nicht aus Österreich kommen, wir nehmen am 13. Januar auf. Ah, dang it. Ich stolpere immer wieder drüber. Alles gut. Also ja, da wird man sicherlich noch so einiges sehen können. Und aktuell ist halt auch die Gerüchteküche ein bisschen am Brodeln, denn da gibt es ja scheinbar einen Teaser für einen neuen Charakter. Genau, ja. Und zwar, das ist basiert über einem Tweet aus Portugal, also, oder genau gesagt, also von Paramount Spain, also Paramount Spanien, nicht Portugal, hat eben so getweetet und
die Übersetzung von dem Tweet hat offenbar einen neuen Charakter angekündigt, nämlich einen Charakter namens Longclaw. Frei übersetzt Langklaue heißt er. Und jetzt wird natürlich spekuliert, dass Longclaw eventuell die Eule sein könnte. Es ist nämlich im Vorfeld vom Film ein bisschen ein Script geleakt worden von dem Sonic-Film und da ist Sonic im Grunde von einer Eule aufgezogen worden. Und es könnte jetzt eventuell sein, dass dieser Longclaw-Charakter tatsächlich diese Eule wäre, dass die nach wie vor im Film mit dabei ist und einen relativ starken Fokus im Film dann auch haben wird. Wir haben jetzt schließlich Baby Sonic und in dem Trailer sieht man, wie er offensichtlich diese gepflückte Blume von der Green Hill Zone, wie er die jemanden zeigt, als so präsentiert. Und wer weiß, vielleicht auf der anderen Seite von diesem Bild könnte diese Eule stehen, Longclaw. Ja, ich bin mal gespannt. Also als ich Eule gelesen habe, musste ich sofort an die Zelda-Reihe denken. Ah, die Zelda-Reihe. Ich habe jetzt eher gedacht, du meinst Old Man Owl aus den Sonic OVA. Oh Gott, nein, gar nicht. Sonic OVA ist bei mir viel zu lange her. Ich erinnere mich kaum dran. Das war meine erste Verbindung, die ich gezogen habe. Da hat es ja auch einen ziemlich schrulligen Eulencharakter gegeben. Er war jetzt nicht direkt Sonics Aufzieher, sondern mehr so ein, keine Ahnung, so ein Bediensteter des Königs oder des Präsidenten von der World of Light. Aber ja, ganz dunkel ist da was, hast du recht. Genau, ja, und ich habe sofort an den Charakter gedacht. Ich schätze mal, Longclaw im Sonic-Film wird eher weniger schrullig und durchgeknallt sein, sondern mehr so vielleicht eine Vaterfigur für Sonic werden. Oder Mutterfigur, je nachdem. Longclaw könnte natürlich auch eine Frau sein. Ja, wie gesagt, ich habe halt irgendwie sofort an die Zelda-Reihe denken müssen, weil Zelda Majora's Mask ist mein Lieblingsspiel. Da wird man von einer Eule begleitet. Genauso wie natürlich im Vorgänger Ocarina of Time. Und genau. Keine Ahnung, ich habe halt sofort daran gedacht. Das könnte vielleicht relativ akkurat werden dann letztendlich, ja. Also, und man darf gespannt sein. Ja, es ist auch interessant, was ich jetzt zum Baby-Sonic-Trailer zum Japanischen gerade noch anmerken möchte. Man sieht ja in der Szene, wo Sonic dann wirklich diese Blume hochhält, sieht man im Hintergrund in den Bäumen so diverse Charaktere stehen. Sie sind leider relativ verschwommen, aber man merkt, sie sind definitiv im Sonic-Design. Mhm. Also sie erinnern mich ein bisschen an Ameisenigel, so von der Entfernung, aber keine Ahnung, wie akkurat das letztendlich dann ist. Man sieht sie wirklich relativ schlecht. Und sie schauen auch aus, als hätten sie gerade Waffen dabei und als würden sie Sonic in irgendeiner Form auflauern. Und es ist im ersten Trailer oder im zweiten Trailer dann letztendlich ja herauskommen, dass Sonic aus seiner Welt geflüchtet ist, weil Leute ständig hinter seinen Kräften nach waren und deswegen in die Welt der Menschen auf unsere Erde geflüchtet ist. Und wer weiß, vielleicht gibt es da irgendeine Verbindung, vielleicht hat Longclaw auch irgendwas damit zu tun, dass Longclaw vielleicht bei dem Angriff ebenfalls angegriffen wurde. Wobei der deutsche Trailer da ja auch was anderes gesagt hat. Ich habe den ja gerade noch mal kurz geschaut und der sagt ja, um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen oder irgendwie sowas, sagt er. Genau, stimmt, ja. Also da gibt es auch Unterschiede. Das ist ja in den Sprachen auch unterschiedlich. Ja, aber wer weiß, vielleicht kann man da schon ein paar solcher gewissen Plotpunkte sich zusammen spekulieren. Wird sich zeigen, wie es da weitergeht, Übrigens, was man auch noch anmerken könnte, ist die Musik, die im Trailer gespielt hat, im Baby Sonic Trailer. Natürlich. Denn die stammt aus Sonic Mania. Es ist nämlich das Intro-Theme Friends von Hyper Potions. Genau, das war definitiv eine sehr interessante Wahl, um den Sonic-Film zu bewerben, dass man da wirklich ein Lied aus einem aktuellen Spiel rausnimmt. Es ist ja im anderen Trailer, im amerikanischen Trailer und auch im deutschen Trailer mit der Green Hill Zone schon ein bisschen passiert. Aber diesmal ist es ja wirklich 1:1 das Originalfilm aus Sonic Mania. Und sehr interessant, finde ich, ja, dass man da wirklich hergeht und sich aus den Spielen bedient, um den Film dann wirklich zu bewerben. Und da wir natürlich vom Sonic Movie noch nicht genug Infos haben, gab es noch ein paar Sketche von der Filmproduktion. Also quasi, das sind halt Skizzen so für das Storyboard und sowas. Da wurden halt ein paar veröffentlicht. Willst du dazu noch was sagen, kurz, David? Genau, also auf Go Nintendo ist die Story aufgetaucht. Soweit ich das sehe, ich glaube, das war die Originalquelle und... Nee, die Originalquelle ist scheinbar comicbook.com. Ah, okay. Dann hat sich das scheinbar auf Go Nintendo letztendlich verlaufen. Also und theoretisch ist die Originalquelle Instagram. Genau, also... Das ist so das, was ich sehe. Der Storyboard-Artist, genau, Heiko von Dengenberg, sehr cooler Name, hat eben einfach ein paar von die Storyboards gepostet, die er gezeichnet hat für den Film. Das sind auch alles Storyboards, die man aus den Trailern selbst kennt. Zum Beispiel einmal die Szene, wo Sonic, Tom und seine Freundin auf dem Hochhausdach stehen und von Eggman-Robotern und Eggman selbst dann umzingelt werden. Und sind doch ein paar nette Einblicke in den Designprozess dieser Szenen, wie das wirklich ursprünglich ausgeschaut hat auf dem Storyboard. Und
wie gesagt, das erste Bild, wo Tom im Auto sitzt und laut schreit und Sonic neben ihm sitzt und auch laut schreit, das, keine Ahnung warum, aber das Bild bringt mich sehr zum Lachen. Das wollte ich tatsächlich auch gerade ansprechen, ob du deinen Favoriten unter den Bildern hast. Und das also ist definitiv das, meiner. Ja, definitiv. Also das Bild ist, es hat irgendwie Meme-Potenzial. Es ist irgendwie echt fantastisch. Also für die, die jetzt ja das nicht vor Augen haben, sondern sich auf unsere Worte verlassen müssen. Es geht da um die Szene, wo der kleine Roboter von Eggman das Dach von dem Auto quasi absägt und das Dach wegfliegt und die beiden dann halt schreien. Und das ist halt ein extrem witziges Storyboard-Bild geworden. Und ich weiß nicht, was Sonic da mit seinem Fuß oder Arm oder was auch immer auf dem Bild macht. Sieht eher aus wie der Fuß, ja. Aber es sieht schon sehr komisch aus. Also ist auf jeden Fall humorvoll und netter Einblick, wie diese Szenen ursprünglich wirklich in gezeichneter Form ausgeschaut haben und wie sie dann letztendlich dann im Film aufgetaucht sind. Sehr faszinierend. So, aber ja, ich glaube, damit wären wir für den Film fürs Erste durch. Naja, noch nicht ganz, da kommt ja gleich noch eine kleine Geschichte. Mhm. Aber die heben wir uns natürlich noch auf, damit ihr alle auch weiterhört. Ja, genau. Wir müssen es euch geht dabei um den Synchronsprecher. Motivieren. Den deutschen Synchronsprecher, da gibt es nämlich eine ganz, ganz große Änderung für ihn. Ha, Teaser. Damit die Leute auch bis zum Ende hören. Oh, wow. Das Clickbait. Wahnsinn. Nein, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Event, was schon vorbei ist leider. Aber Sonic Dash hat mal wieder einen neuen Charakter bekommen. Oder einen neuen alten Charakter, wenn man so will. 2018 schon kam in Sonic Forces Speed Battle der Charakter Santa Big. Sprich, ja, Big in einem Weihnachtsmann-Kostüm, was unfassbar ulkig aussieht. Oh ja, finde mir sehr gut. Es passt auch irgendwie. Er ist einfach so ein gemütlicher Kerl, ihn da in einem Weihnachtskostüm zu stecken. 1A. Und dieser Bart. Der Bart sieht einfach fantastisch aus. Oh ja. Ja, und der Charakter hat es jetzt nach 11 Classic Sonic und den zwei Halloween-Charakteren, das waren Hexenrouge und Vampir Shadow, hat es jetzt Santa Big auch noch in Sonic Dash geschafft als zweiter Weihnachtscharakter. War dann auch der letzte für Weihnachten und Neujahr. Ich hatte fast damit gerechnet, dass da eventuell noch ein neuer kommt, aber kam nicht. Sonic Forces Speed Battle hat da auch keinen neuen mehr bekommen. Und ja, wie gesagt, leider ist das Event vorbei. Sprich, aktuell gibt es keine Möglichkeit mehr, ihn freizuschalten. Eventuell kommt das Event nochmal zurück. Das wissen wir jetzt noch nicht, weil diese Spezialcharaktere, also die alten Charaktere in speziellen Designs, bisher noch nicht ein zweites Mal in Sonic Dash zu sehen waren. Aber wir haben sie auch erst Halloween zum ersten Mal bekommen. Aber freischalten lief ab wie immer, 500 Charaktertokens auf der Strecke sammeln und dafür brauchte man solche Tickets. Davon kann man maximal 3 Stück haben und die laden sich halt nach einer Weile wieder auf oder wenn man Werbung schaut bzw. rote Sternringe ausgibt. Ja, ich habe mir den Charakter direkt gesichert. Wer ein Video sehen möchte, wir verlinken euch natürlich unseren Newsartikel in der Beschreibung unten. Könnt ihr gerne raufschauen, falls ihr es nicht geschafft habt, den Charakter zu bekommen. Ja, soweit zu Sonic Dash. Wir bleiben aber noch kurz bei den Mobile Games. Auf zum nächsten, ja. Auch wenn es nicht wirklich etwas Neues gab, so hat Sonic Forces Mobile, ehemals Sonic Forces Speed Battle, auch zwei Events gehabt. Einmal das Winter- bzw. Weihnachts-Event. Das ist ja theoretisch schon gestartet, als Xena von den City ins Spiel kam. Darüber hatten wir im letzten Podcast schon gesprochen. Mhm. Sprich, die Stages waren dann auch so schön im Weihnachts- und Winterdesign. Und dann gab es eine Wiederholung vom Classic Sonic und Santa Big, vom 11 Classic Sonic und Santa Big Event, wo man die beiden Charaktere, die ja bisher auch nur in speziellen Events verfügbar waren, nochmal freischalten konnte. Das Event lief, glaube, fast 2 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Also da hatte man ausreichend Zeit, die beiden sich zu sichern. Habe ich natürlich auch gemacht, weil mir fehlte Santa Big noch. Damit habe ich jetzt auch endlich alle Charaktere in Sonic Forces Mobile. Hat sehr, sehr lange gedauert, diese ganzen Spezialcharaktere zu kriegen. Das kann ich mir denken, ja. Und kurz darauf ging direkt das nächste Event los. Das nannte sich Sports Replay auf Englisch. Den deutschen Namen weiß ich gerade irgendwie nicht mehr. Und da konnte man auch noch ein paar vergangene Charaktere wieder freischalten. Das waren einmal All-Star Amy und, oh mein Gott, wie hieß der Sonic? Was? Slugger Sonic, kann das sein? Slugger Sonic, ja. Auf Deutsch Schlagmann Sonic. Hm? Die beiden waren im Event drin, die waren ja bisher nur in einem Baseball-Event, glaube ich, verfügbar. Ich weiß nicht, ob sie später nochmal kamen. Und weiterhin konnte man Ice Slicer Jet, also quasi Eisläufer Jet, und Tidal Wave, also Gezeiten Wave, nochmal erhalten. Das Event lief jetzt auch 5 oder 6 Tage, das ist heute erst zu Ende gegangen, am 13. Januar. Oh, okay, das ist genau getroffen. Okay, hier gab es jetzt wahrscheinlich eine kleine Unterbrechung.
Und wir hoffen, dass Craig das noch alles aufgenommen hat. Aber, wie es schon mal passiert ist, hat er sich einfach entschieden, er hat keinen Bock mehr und ist einfach gegangen. Craig mag uns nicht mehr. Craig mag uns nicht mehr. Weißt du, da ist man gerade so halbwegs schön im Redefluss und redet über das Sonic Forces Event und plötzlich haut er einfach ab. Ja, einfach so. Die Aufnahme ist unterbrochen, wir sitzen dann im Raum zurück und wundern uns, was gerade passiert ist und nicht cool. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Situation, Geschäftsessen, man sitzt da halt mit drei Leuten und man präsentiert gerade seine neue Geschäftsidee und dann steht einer plötzlich auf und geht einfach. Mhm. Ich finde das wirklich unhöflich von Craig. Ja, Craig setzt sich mal besser benehmen. Ja, aber er wird uns leider nicht antworten, weil es ist nur ein Bot. Hm? Sehr schade. Ja. Er sagt uns nur, now recording, wenn er in den Channel kommt. Aber gut, wir haben gerade über das Sonic Forces Speed Battle Event gesprochen, das zweite Sports Replay, wo man, wie gerade schon gesagt, wo ich jetzt halt hoffe, dass das alles drin ist, Gezeitenwave, Schlagmann Sonic, All-Star Amy und Eisläufer Jet nochmal erhalten konnte, die alle im Sommer verfügbar waren, im Rahmen spezieller Events. Ja, soweit zu Sonic Forces Mobile, denke ich. Sonic das Forces Mobile? Ist der Name tatsächlich jetzt umgeändert worden? Schon länger tatsächlich, ja. Ah, okay, wow. Also auch der offizielle Sega Hardlight Twitter benutzt nur noch Sonic Forces als Hashtag und nennt es, wenn die irgendwie was ankündigen, Sonic Forces Mobile. Okay, interessant, ne? Und das auch im Play Store heißt das Spiel ja schon sehr, sehr lange einfach nur Sonic Forces. Frag mich, was mit Speed Battle falsch war, dass man den Namen unbedingt austauschen hätten müssen, aber okay. Wahrscheinlich ist es erfolgreicher als Sonic Forces. Ich schätze, ja. Also ich benutze halt weiterhin, wenn ich irgendwie was an News über unseren Twitter-Account poste, beide Hashtags, sprich Sonic Forces und Sonic Forces Speed Battle. Mhm. Weil zumindest Spieler vom Spiel immer noch Sonic Forces Speed Battle hauptsächlich verwenden, so wie ich gesehen habe. Ja. Und aber ja, Sega Hardlight benutzt nur noch Sonic Forces und nennt es, also ich habe den aktuellen Tweet vom 11. Januar auch hier, Coming soon to Sonic Forces Mobile. Ja, interessant, ja, dass so mittendrin in einem Lebenszyklus von einem Spiel einfach der Name so geändert wird. Aber das ist gut, dass ich gerade auf den Twitter-Account geschaut habe, weil es kommt ein neues Event zu Sonic Forces Speed Battle. Wow, das trifft sich jetzt ganz vergessen anzusprechen. Das Datum steht jetzt auf dem Tweet nicht drauf, aber ich glaube, es war der 15. Januar. Letztes Jahr gab es zum Lunar New Year, das ist, glaube ich, das chinesische Neujahr, gab es zwei Charaktere. Einmal Lunar Blaze und Silver. Ich weiß nicht, wie der Charakter im Spiel selbst heißt. Ah, leider nicht, nee, da kann ich jetzt auch nicht helfen. Ich meine, es war tatsächlich sowas wie Lantern Silver oder sowas. Na? Also, ja, und da startet jetzt demnächst halt wieder ein neues Event. Ich schaue gerade mal nach, wie die heißen, weil ich zum Glück mein Handy gerade griffbereit. Das ist einmal, wie steht denn jetzt der Name? Ah, Lantern Silver und Lunar Blaze. Also okay. Lantern Silver und ich weiß gerade nicht, was Lunar heißt. Lunar ist Mond, glaube ich. Also Lunar New Year ist ja eigentlich das neue Mondjahr, könnte man sagen. Warte, ich stelle das Spiel mal ganz schnell auf Deutsch um und gucke den deutschen Namen von Lunar Blaze an. Wir haben ja Zeit hier im Podcast. Daran merkt man auch, dass wir wie immer 100% top vorbereitet sind. Wie immer, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Stundenlange Vorbereitung. Ja, wir haben uns nicht irgendwie den ganzen Tag noch um einen Termin geprügelt, nein. Yep. Okay, im Deutschen heißt sie tatsächlich auch nur Lunar Blaze. Okay. Ja, und die beiden Charaktere kommen zurück für ein paar Tage und da könnt ihr sie dann nochmal freischalten. Ob noch ein neuer Charakter zum Neujahr dazukommt, ist unklar. Eventuell in einer zweiten Phase von dem Event oder was ähnlichem. Aber da ist noch gar nichts angekündigt. Und das Event läuft dann übrigens bis zum 29.01. Also vom 15. bis 29. Okay. Entsprechend wahrscheinlich genug Zeit, um die nötigen 300 Charakterkarten für die Charaktere zu sammeln. Es läuft dann noch ab wie immer. Ihr habt eine Mission, die ihr spielen könnt. Für 5 rote Sternringe könnt ihr dann die nächste spielen. Und ja, dann steigert sich das immer. Jetzt beim letzten Event gab es dann wieder die üblichen Stufen 5, 10, 15, dann 25, dann 50 und entsprechend weiter. Ich nehme an, da das jetzt keine neuen Charaktere sind, wird es ähnlich laufen. Wenn bei neuen Charakteren stellen sie das meistens um, dass man eins quasi gratis hat alle 4 Stunden, dann 5 rote Sternringe zahlt und das dann direkt auf 25 hochgeht. Und ja, ich würde sagen, damit schließen wir Sonic Forces jetzt mal ab und widmen uns dem großen, mysteriösen Teaser zum Sonic Movie, zum Synchronsprecher des Sonic Movies. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei, ja? Die Rede ist natürlich von Julian Bam und das ist keine News, die jetzt direkt den Film betrifft.
Und hier an dieser Stelle übrigens Shoutouts an den Brainpain-Podcast von Klängern und Der Haider. Darüber habe ich das nämlich erfahren, weil ich selbst Julian Bam nicht wirklich verfolge. Aber er hat jetzt angekündigt, er wird mit seinem Haupt-YouTube-Kanal aufhören. Sprich, der Kanal Julian Bam wird wohl keine neuen Videos mehr bekommen. Die Gründe darüber, ich habe mir das Video, das Abschiedsvideo selbst nicht angeschaut. Es ist wahrscheinlich der Stress, weil er tatsächlich ja mehr oder weniger täglich teilweise schon richtig hochqualitativen Content rausgehauen hat. Mhm. Dass er jetzt einfach sagt, es rentiert sich nicht mehr, er muss irgendwie woanders gucken, wo er halt ja Zeit rein investiert, dass er irgendwie Geld kriegt. Er hat noch irgendwie scheinbar einen Zweitkanal, den er noch weiter ein bisschen bespielen wird. Aber der Hauptkanal Julian Bam wird wohl so in dieser Form nicht mehr existieren. Das ist keine News, die uns direkt betrifft. Aber wir wollten es mal ansprechen, ganz einfach, weil Julian Bam eben der Synchronsprecher von Sonic im Sonic-Movie ist. Mhm. Und deswegen für den einen oder anderen vielleicht auch interessant ist, der Julian Bam eventuell ja auch entdeckt hat durch die Ankündigung. Mhm, genau, ja. Gut, ich mache dann direkt nochmal mit der nächsten News weiter. Wir haben noch, ich bin jetzt gerade stark beschäftigt mit den News, ja. Wir haben noch einiges vor uns. Aber die nächsten zwei werden zum Glück relativ kurz. Denn das erste ist, vielen ist wahrscheinlich Awesome Games bzw. Summer Games Done Quick ein Begriff. Also die großen GDQ-Events, das ist ein Speedrunning-Event, wo eine Woche lang quasi wie ein Marathon nach und nach Spiele gespeedrunnt werden, sprich möglichst schnell ans Ende vom Spiel kommen unter bestimmten Voraussetzungen. Das Event, wie gesagt, in der großen Form zweimal jährlich, einmal Awesome Games Done Quick im Winter und einmal Summer Games Done Quick im Sommer. Und zwischendurch noch kleinere Events, wie zum Beispiel GDQX auf der TwitchCon, was ein bisschen kürzer ist. Aber man hat im Prinzip 24/7 durchgehend Programm mit Speedruns für eine ganze Woche lang. Da gibt es alle möglichen Spiele. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr alles dabei gewesen ist. Was ich geschaut habe, war zum Beispiel Untitled Goose Game. Oh, das war unterhaltsam. Da war ich auch dabei, ja. Was von Samstag auf Sonntag 2 Uhr nachts, glaube ich, lief. Oder 1 Uhr nachts. Bin ich mir nicht ganz sicher. Sehr spät auf jeden Fall, ja. Es hat sich auf jeden Fall noch deutlich nach hinten verschoben. Genau, es war direkt noch Sekiro Shadows Die Twice, was ich auch geschaut habe und sehr unterhaltsam gefunden habe. Oh, da muss ich dir noch eine kleine Anekdote erzählen. Oh, bitte. Weil ich habe das auf Twitter ein bisschen verfolgt und hat den Run auch ein bisschen gesehen. Und da hat dann jemand einfach ein Bild gepostet, ein Meme, wo dann das Spiel umbenannt war in Shakira Hips Lie Twice. Und dann natürlich Shakiras Gesicht auf den Hauptcharakter drauf. Ich muss mich so weghauen bei diesem Bild, weil sie hat ja irgendwann mal, glaube ich, einen Song gemacht, der hieß Hips Don't Lie. Und ich weiß nicht warum, aber das passte halt einfach. Ja, das sind so Bilder, die flashen dann einfach komplett weg, wenn man sie sieht und den Kontext dahinter kennt. Also Shakira, Hips Lie Twice, der neue Hit von From Software, zuerst gehört beim Godda-Podcast von spindash.de. Genau, Release 2000 irgendwann. Warum wir das aber ansprechen, natürlich, wie bei jedem GDQ, gibt es natürlich auch ein paar Sonic-Spiele, die gespeedrunnt werden. Nachdem bei Summer Games Done Quick 2019 der richtige Sonic-Block irgendwie nicht da war, sondern die Sonic-Spiele, ich glaube 3 oder 4 waren es da, waren wir so ein bisschen zerstückelt. Quer verteilt, leider. Ist jetzt der Sonic-Block aber wieder zurückgekommen. 4 Sonic-Spiele hintereinander. Eins davon war ein Bonusspiel, jetzt fehlt mir der deutsche Name von dem Wort. Also man musste einen bestimmten Betrag spenden oder ein Spendenziel erreichen, das Wort habe ich gesucht, genau. Damit dieses Spiel auch gespielt wird. Für die es nicht wissen, Games Done Quick sammelt in der Winterausgabe Awesome Games Done Quick immer Geld für die Prevent Cancer Foundation. Genau. Ja. Dieses Jahr sind sie bei 2,2 Millionen, glaube ich, rausgekommen, circa. Sogar 3,1 Millionen war es letztendlich. 3,1 waren es? Ja, es war sogar ein neuer Rekord, den sie aufgestellt haben. Also letztes Jahr war es insgesamt um die 3 Millionen, ganz knapp. Und jetzt haben sie tatsächlich einen neuen Rekord geschafft mit 3,1 Millionen. Dann haben die aber nach Untitled Goose Game noch richtig viel gesammelt. Oh ja, da ist es richtig rundgegangen. Es hat ja auch noch mehrere Incentives gegeben, also so Spiele, die erst freigeschaltet werden, sobald ein gewisser Betrag gespendet worden ist. Und die waren relativ hoch angesetzt, seien, soweit ich weiß, auch alle getroffen worden. Und das hat natürlich alles nochmal sehr stark nach oben gepusht. Das ist natürlich echt schön und echt krass. Ja, also am meisten kommt da echt immer in die letzten paar Stunden rein. Das waren wirklich, man könnte echt sagen, eine gute Million, die da. Aber bei Untitled Goose Game hatten sie halt knapp die 2 Millionen gerade. Deswegen wundert mich das gerade, dass da noch über 1 Million zusammenkam. Genau, ja. Ich meine, es werden auch die ganzen Subs auf Twitter und die ganzen Bits, die da dazu gesteuert werden. Genau, auf Twitch.
die ganzen Subs auf Twitch und die ganzen Bits, die da auch gespendet werden, die werden am Ende noch dazugerechnet und das hat dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen einen zusätzlichen Push gegeben. Ich habe ja jetzt tatsächlich auch zum 8. Mal meinen Gratis-Sub von Amazon Prime wieder mal für Games Done Quick ausgegeben. Das mache ich jedes Mal. Ich bin halt nie so wirklich auf Twitch aktiv und schaue da nicht wirklich was, aber Games Done Quick bin ich dann doch immer relativ aktiv dabei. Dieses Mal leider nicht so, weil Zeit fehlte. Mhm. Aber wie gesagt, 4 Sonic-Spiele. Angefangen mit Sonic Colors, was Critical Sid gerannt hat. Genau, das war der Egg-Shuttle-Modus eben. Also nicht durch die Story, sondern ausschließlich Egg-Shuttle, wo eine Stage nach der anderen direkt gespielt wird. Ja, das wollte ich eigentlich auch noch gerade erwähnen. Entschuldigung. Und sprich, alle Levels direkt hintereinander weg, hat er in einer Stunde 55 und 26 Sekunden geschafft. Mhm. Was, auch wenn Sonic Colors gar nicht so das lange Spiel war, doch schon beachtlich ist. Mhm. Ich glaube, ein normaler Spieler wäre wahrscheinlich so 4 Stunden mit beschäftigt. 3 bis 4. Könnte ich glauben, ja. Also ich glaube, Egg-Shuttle-Modus als normaler Spieler wird ungefähr so 2,5 bis 3 Stunden dauern, schätze ich mal. Echt, doch nur so kurz? Ich habe Sonic Colors vorher nicht gespielt. Mir kam vor, ja. Es ist jetzt nicht das allerlängste Spiel und die Stages sind nicht übermäßig lang, aber ja, also so 2,5 bis 3 Stunden würde ich jetzt normalerweise dafür festlegen. Im Vergleich zu Sonic Generations und Sonic Forces ist das ja schon sehr viel. Ist es um einiges mehr, ja. Noch. So, danach, direkt im Anschluss, gab es ein Rennen zwischen 3 verschiedenen Speedrunnern. Gerade Flying Fox ist vielen wahrscheinlich auch schon bekannt, weil die Gute halt schon sehr, sehr oft auch bei GDQ vertreten war und meistens Spiele gespeedrunnt hat, Classic Sonic Spiele, wo Tails spielbar war. Und sie hat sich im Rennen mit Sonic Star und Final Flame gemessen. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich die Runs leider verpasst habe und das auf der Website nicht vermerkt, dass wer gewonnen hat, zumindest nicht, dass ich es gerade gesehen hätte bei der Vorrecherche, weiß ich nicht, wer das Rennen am Ende für sich entscheiden konnte, aber auf jeden Fall war das eine Zeit von 20 Minuten und 18 Sekunden. Mhm. Habe ich das Spiel schon genannt? Ja, Sonic 3 und das war Tails eben. Also genau. Das ist die 2011-Version, wo man Tails spielen hat können, in die Remastered-Version von Taxman und Stealth, wo Tails mit dabei war. In der Ursprungsversion war er nicht dabei, aber da hat man ihn eben spielen können und das Rennen war dann auch ein Tails-Rennen. Und leider das einzige Remastered, was es auf Konsolen und PC geschafft hat. Yep. Sonic 1 und 2 versauern ja leider immer noch auf dem Handy. Mhm, sehr, sehr schade, ja. Ja, direkt danach ging es weiter mit einem weiteren Rennen von Sonic 3 und Knuckles auf dem Mega Drive. Also nicht irgendwie auf Steam oder sonst wo, sondern es war tatsächlich die Mega Drive-Version. Mhm. Und da haben sich 96 und Joey Baby 69, nice, im Rennen gestellt. Und der schnellere von denen, wer auch immer das gewesen ist, ich weiß nicht, weißt du das zufällig? Also in dem Rennen weiß ich es, im obigen Rennen habe ich es leider vergessen, wer von den drei der schnellste war. Aber im zweiten Rennen war es Joey Baby, hat sich durchgesetzt, weil 96 relativ viel Pech bei seinem Run gehabt hat. Also da sind einige Tricks nicht funktioniert und er ist dann wirklich so weit letztendlich zurückgefallen, dass der Run oder sein Run dann später abgebrochen werden hätte müssen, weil es einfach zu lange gedauert hat, bis er wieder aufgeholt hätte. Sowas ist natürlich immer sehr schade. Das ist sehr schade. Er hat sich natürlich die größte Mühe auch gegeben und manchmal spielt das Glück einfach nicht ganz mit oder die Nervosität ist einfach zu groß. Aber war trotzdem wirklich ein netter Speedrun. Sie haben das Spiel komplett zerbrochen im Grunde. Ja, auf jeden Fall hat Joey Baby dann das Spiel in 50 Minuten und 31 Sekunden abschließen können. Was auch wirklich für Sonic 3 Knuckles ist das ordentlich Zeit. Mhm. Sind doch einige Zonen im Spiel drin, ja. Und ja, wie gesagt, dann gab es ein Bonusspiel und das war Sonic 06. Ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz noch was nachschauen, weil ich eine Kleinigkeit vergessen habe. Oh, ja. Also, das war die Kategorie Silver Story No Mission Skip Glitch. Und der Mission Skip Glitch, für die, die es nicht wissen, es gibt die Möglichkeit, dass man eine Mission quasi annimmt, beziehungsweise nicht ganz annimmt, sondern die Textbox offen hat und dann in dieser Textbox quasi sich bewegen kann. Und wenn man es unter bestimmten Voraussetzungen schafft zu sterben, kann man bis in die Credits glitchen. Hm. Und ich glaube, in Silver Story ist es die Story, wo man das mit Abstand am schnellsten machen kann. Der aktuelle Rekord mit dem Mission Skip Glitch liegt bei 11 Minuten und 44 Sekunden. Oh wow, okay. Das ist ein bisschen kürzer Speedrun für so ein großes Spiel. Aber es wurde eben ohne diesen Glitch gemacht und wo habe ich das denn jetzt da? Der Runner Focus Side, den ich tatsächlich auch kenne, mit dem ich schon in Kontakt war, hat das Spiel dann abschließen können in 49 Minuten und 38.
was nicht weit hinter dem Weltrekord ist. Er ist übrigens auch Weltrekordhalter. Der liegt gerade bei 47 Minuten und 25 Sekunden. Also war wirklich ein relativ guter Run. Ich habe mir dann auch angeschaut. Und wow, also was er da teilweise an Frame Perfect Inputs leistet, müssen einfach Frame Perfect, hast du einfach wirklich in einer Sekunde die richtigen Eingaben machen und aufpassen, dass man die nicht irgendwie zeitlich verhaut. Er hat da wirklich einige von denen hintereinander in Folge super hinkriegt und war wirklich sehr beeindruckend. Man muss dazu sagen, Silver als Charakter, also sein Gameplay ist, kann man halt vollständig zerstören. Ja, genau. Also man kann da wirklich mit ihm so einen Dash nach vorne machen, wo er im Grunde schneller wird als Sonic und Shadow zusammen wahrscheinlich. Ja. Das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Ich möchte mal sagen, dass Silver letztendlich der schnellste Charakter im Spiel ist, wenn er gebrochen wird. Und man kann halt auch über das Wasser quasi so hüpfen, wenn man es richtig macht. Und dann gibt es Sachen, wo man halt sich auf eine Kiste stellt und dann durch eine Wand glitscht und alles Mögliche. Also, hat er auch gezeigt, ja. Es ist ja ganz berühmt-berüchtigt, ist ja Dusty Desert mit dem Ball-Puzzle, wo man diese Billardkugel in das Loch am Ende des Ganges kurz vom Ziel schießen muss. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das spielt, ohne diesen Glitch zu benutzen. Ja, also ist schwer vorstellbar, weil das Billard-Puzzle ist einfach so schrecklich grauenhaft, dass jeder einfach, der das Spiel durchspielt, sich schon mit dem Glitch vertraut macht, um das einfach zu überspringen. Ist auch gar kein so harter Glitch, also den kann man relativ leicht nachmachen. Wobei, ich habe ja, Hashtag Shameless Plug, auf unserem YouTube-Channel ein Glitchless Sonic O6 Playthrough gemacht von allen Charakteren. Und ich habe tatsächlich an dieser Stelle irgendwie 2 oder 3 Anläufe gebraucht. Und das habe ich dann im Fast-Forward einfach hinzugefügt. Weil, ach, ich habe ständig, entweder habe ich zu viele, die Kugel zu oft gehauen oder sie ist ins Loch gefallen. Das ist halt so nervig. Und wenn man sich einfach auf die Kisten stellt und durch die Wand glitscht, es geht viel schneller. Es geht viel schneller und spart sehr viel Frust und Nerven und viele Lebensjahre, die man da in seiner Wut verliert. Ja, aber ich glaube zwar nicht, dass einer von den Runnern hier zuhört. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch an alle für die fantastischen Zeiten. Ja, yep, war wirklich eine gute Show. Hat mir sehr gut gefallen, der Blog diesmal. Ich selbst kann ja auch von mir behaupten, dass ich ja auch Teil der Sonic 06 Speedrunning Community bin. Ich habe ja, Sonic 06 gespeedrunnt mit Sonic Story Glitchless. Bester deutscher Runner. Nice. Ich glaube auch mitunter der einzige und sowieso der einzige Runner, der das Glitchless macht. Aber ich bin nur knapp 20 Sekunden hinter dem Weltrekord mit Glitches. Also, ja. Nicht eben, ja. Ich bin etwas stolz drauf. Clap, clap, ja. Könnte auf jeden Fall sein. Ich glaube, Sonic Story war ich dann bei 1:19 circa, ohne Glitches. Ah, wow. Und da war ich halt schon sehr stolz drauf, als ich das endlich geschafft habe. Das war auch mein großes Ziel. Ah, sehr beeindruckend, ja. Ja, so viel zu GDQ. Sehr, sehr tolles Event. Solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn es wieder läuft. Könnt ihr nächstes Mal Ende Juni, soweit ich weiß. Genau. Wahrscheinlich kommt noch vorher eine kleinere Edition davon. Aber schaut einfach gerne mal vorbei auf gamestonquick.com. Auf dem YouTube-Channel werden auch nach und nach die ganzen Runs der Woche hochgeladen. Die Sonic Runs sind leider noch nicht alle da, bisher nur Sonic CD, weil die wohl technische Probleme haben. Aber ja, das habe ich bemerkt auch, dass viele von den Runs auf YouTube aktuell noch sehr im Nachhinken sind, ja? Also, ja, die haben das auf Twitter geteilt, dass es da technische Probleme gab und dass das nach und nach aber nachgereicht wird. Okay, hoffentlich, ja. Also wäre schade um ein paar von den Runs, wenn die verloren gehen würden. Hoffentlich schaffen sie alle hochzuladen. Verloren gehen werden sie auf jeden Fall nicht, weil im Notfall sind die Streams ja komplett archiviert noch für wenigstens 30 Tage auf Twitch. Genau. Und im Zweifel muss man diesen Umweg halt gehen, aber die sind auf keinen Fall verloren. Okay, immerhin, ja. Dann wird es wahrscheinlich einfach ein bisschen dauern, bis die Runs wirklich auftauchen. Gamestonquick.com, schaut unbedingt mal vorbei. Es ist ein sehr, sehr cooles Event und für einen wirklich guten Zweck. Yep. Gut, zur erstmal letzten News für mich, bevor David kurzzeitig wieder das Ruder übernimmt. Ihr habt ja, wir haben schon häufiger über die Puma Collection gesprochen, sprich, gab es ja Hoodie, Beanie, einen Rucksack, Schuhe und so weiter und so fort. Und jetzt wurden neue Schuhe angekündigt, Sneaker, die ein etwas anderes Design haben. Also tatsächlich sehe ich nicht wirklich, dass das Design viel mit Sonic zu tun hat, außer dass da hinten Goldringe drauf sind. Ist halt so irgendwie gelb, blau, rot gemischt. Also Bild werdet ihr natürlich in der Beschreibung finden. Und diese Schuhe kommen zumindest in Amerika am 7. Februar raus für $120. Ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Na, sie schauen relativ formfrei aus. Ja, keine Ahnung, ob ich mit denen jetzt wirklich durch die Gegend rennen würde, aber das Design schaut schon nicht so schlecht aus. Hat was. Vor allem nicht die Unterseite gefällt mir gut. Die Unterseite ist echt schick, aber
Es ist halt die Unterseite, die sieht niemals jemand. Eben, ja, das sieht man halt nicht wirklich oben. Also die Oberseite schaut irgendwie ein bisschen blass aus. Ein bisschen blass, ein bisschen zu übertrieben mit den ganzen blauen Streifen. Keine Ahnung. Und Schuhe für den Preis würde ich mir, glaube ich, auch gar nicht anziehen. Die würde ich mir einfach in den Schrank stellen. Genau, das ist irgendwie schade drum. Wobei, ich habe auch mal gesagt, ich würde mir niemals für 70 Euro einen Pullover kaufen. Und hier sitze ich mit meinem Sonic-Hoodie an gerade. Tja, die Verlockung ist manchmal groß bei so einem Fanartikel. Das kenne ich. Aber gut, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Gas geben. Es ist schon 23.30 Uhr. Wir sitzen hier, glaube ich, schon wieder fast eine Stunde. Ja. Zum Gargo Fest. Wir müssen den Podcast zu Ende bringen. Also David, Comics. Comics. Okay, also es hat natürlich in der Zwischenzeit zwischen unseren letzten Podcasts wieder einiges an Comic-Neuheiten gegeben. Als erstes erwähne würde ich mal meinen neuen Comic-Mittwoch, mein aktuelles Review. Das ist letzte Woche rausgekommen, am 8.1. Und da geht es um Ausgabe 23 von der aktuell laufenden Storyline. Und es ist im Grunde die dritte Ausgabe von einem aktuellen Dreiteiler von drei Ausgaben, die zur gleichen Zeit laufen. Das habe ich auch schon im letzten Podcast erklärt. Also die ganzen Situationen, die da in den Ausgaben passieren, passieren alle zur gleichen Zeit und jede Ausgabe hat halt andere Charaktere im Blickwinkel. Und in dieser aktuellen Ausgabe, Ausgabe 23, ist Sonic diesmal im Blickwinkel, zum ersten Mal wieder seit drei Ausgaben. Und es zeigt eben, wie er im Lauf versucht, mit dem Bioscanner von Tails ein Heilmittel für den Zombot-Virus zu finden und zu erforschen, weil durch seine Geschwindigkeit ist er ja in die Lage, seine eigene Infizierung zurückzudrängen. Und Tails will herausfinden, warum, und hat ihm den Bioscanner mitgegeben und ihn auf einen weiten Lauf geschickt. Und während dem Lauf trifft Sonic dann allerdings auf Dr. Eggman, der natürlich der Hauptverantwortliche von dieser aktuellen weltweiten Krise ist. Und Sonic kann natürlich nicht anders, als sich mit seinem größten Widersacher zu matchen, ein ziemliches Gerangel entbrennt, in dem auch Dr. Starline, der neue Gehilfe von Eggman, involviert ist. Und die Ausgabe zeigt im Grunde den Kampf zwischen den beiden. Zuerst wird der Kampf eher mit Worten geführt, also Sonic versucht auch ein bisschen Eggman auf die alte Mr. Tinker-Sache anzusprechen, wo er sein Gedächtnis verloren hat und ein gutmütiger Bastler war und versucht ihn ein bisschen wieder in die Richtung zurückzubringen und Eggman spielt da natürlich nicht mit und dann entsteht natürlich das übliche Geprügel zwischen den beiden. War eine wirklich gute Ausgabe für mich. Natürlich Fan von Sonic, Fan von Dr. Eggman und die Kämpfe zwischen den beiden sind für mich immer ein relativ großes Highlight und ist auch wirklich gut gelungen, diese Ausgabe. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht nicht natürlich als Einstieg, da sollte man schon zwei Ausgaben vorher anfangen, um die ganzen Zusammenhänge gut zu verstehen, aber ist auf jeden Fall eine sehr spannende Ausgabe gewesen. Hat mir gut gefallen und hat natürlich auch die Vorfreude geweckt auf die nächsten Ausgaben, von denen Nummer 24 auch draußen ist und das ist relativ interessant. Die 24. Ausgabe von ID Sonic ist genau am Weihnachtstag rausgekommen, am 25. Dezember. Es wäre jetzt witziger gewesen, wäre die am 24. Dezember rausgekommen. Ah, ich glaube, es war der 25. Wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, müsste es der 25. gewesen sein. Das war ja, der Mittwoch. 25. War Mittwoch, genau. Genau, ja. Aber halt Ausgabe 24 am 24.12. Das hätte schon irgendwie was gehabt. Stimmt eigentlich, so habe ich es gar nicht gesehen, ja, von der Verbindung. Aber nein, also es war der 25. und relativ witzig, weil es halt der Weihnachtstag war. Die Geschichte im Innern war nicht ganz so weihnachtlich. Also das haben viele Fans auch auf Twitter angemerkt, wie die Story im Innern die Stimmung, die weihnachtliche Feststimmung ein bisschen zerstört hat, weil relativ dramatische Ereignisse passieren. Und zwar geht die Ausgabe darum, das Heimatdorf von Tangle, Spiral Hill Village, wird eben vom Eggmans Virus ebenfalls angegriffen. Und natürlich bricht da wieder eine große Zombot-Apokalypse aus und Sonic rennt los, um zu helfen. Der Widerstand mit Amy und den Chaotix oder kann es eigentlich nicht mehr den Chaotix sagen, sondern dem einen Mitglied, das noch übrig ist, ist auch mit dabei. Tangle und Whisper sind auch dabei. Tails, Scream und sie alle helfen natürlich zusammen, um die Überlebenden von der Zombot-Infizierung irgendwie zu retten und auf ein Flugschiff zu bringen. Und das ist jetzt heute schon die zweite Unterbrechung, weil, keine Ahnung, David hat Craig diesmal, glaube ich, in den Schlaf geredet oder so. Ich weiß genau, es nicht. Ja. Scheinbar hat er sich von meiner langweiligen Erklärung gelangweilt gefühlt und hat sich direkt wieder aus dem Staub gemacht. Also ich weiß nicht, irgendwie mag Craig uns heute nicht. Das ist ein Grund mehr, das jetzt ein bisschen schneller abzuschließen alles. Ja, sollten wir. Also jetzt ist wenigstens fair. Vorher hat er dich im Redefluss unterbrochen. Jetzt war ich derjenige. Jetzt ist wenigstens aufgeteilt. Na, so fair ist das nicht. Mich hat er schon mal unterbrochen. Ah ja, stimmt. Genau, das war ebenfalls bei dir, wie er dann abgehört ist.
Aber jetzt erzähl weiter über Ausgabe 24 von IDW. Genau, 24. Ich hoffe, man hat noch ungefähr verstanden oder es war noch dabei, was ich kurz noch zuvor geredet habe. Und zwar geht es einfach darum, Spiral Hill Village wird evakuiert von Sonic und dem Widerstand und sie versuchen halt irgendwie die Flüchtenden, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Und dann passieren natürlich auch relativ dramatische Ereignisse. Also im aktuellen Arc ist niemand wirklich sicher davor, ebenfalls zum Zauber zu mutieren und im Grunde ein Teil von Eggmans Armee zu werden. Und eventuell erwischt es auch diesmal jemanden. Tails stirbt. Ja, interessanterweise ist Tails aktuell noch derjenige, der noch nicht infiziert wurde. Mal sehen, wie lange. Aber ja, wer das ist, müsst ihr natürlich in der Ausgabe selbst dann rausfinden oder ein paar Tage später dann in meinem Review, ein paar Wochen später. Je nachdem. Aber auch hier, ich habe die Ausgabe schon gelesen, kann ich sehr gut empfehlen. Sie hat mich durchaus ein bisschen zerstört. Und dadurch, dass sie wirklich zu Weihnachten rausgekommen ist, ist sie ein ziemlicher Downer. Ausgabe 24 habe ich ja noch nicht, aber dafür habe ich über Weihnachten Ausgabe 23 und Tangle und Whisper 4 bekommen. Super, hä? Jetzt muss ich das nur alles irgendwann mal lesen. Ja, yep, du hast schon ziemlich Backlog, soweit ich weiß, ja? Ja, das letzte, was ich gelesen habe, war, glaube ich, die 10. Ausgabe. Okay, ja, yep, da hast du einiges also vor dir. Der Kampf um Angel Island war das letzte, was ich gelesen hatte. Okay, ja. Ja, yep, da hast du einiges zum Aufholen. Wirklich einige gute Ausgaben auch dabei. Also kann ich nur empfehlen, das mal nachzulesen. So, wir machen jetzt aber mal direkt Schluss mit den Comics und widmen uns dem Jahr 2020. Denn da gibt es zwei Sachen. Eins ist ein bisschen Spekulation und eins ist, ja, möglicherweise eine Kampagne. Mhm. Klär uns mal auf, David. Und zwar, also wir gehen zuerst einmal zur Spekulation. Und zwar ist scheinbar, zumindest hat TSSZ von einem Insider die ein oder andere Information zugesteckt bekommen. Und ebenfalls das Sonic Stadium ist ebenfalls mit der gleichen Information versorgt worden, dass Sega Japan aktuell so eine Art Sonic Adventure Musikevent vorbereitet. Soll scheinbar Ende 2020 kommen und es wird einfach ein Musikevent, ein großes, wo hauptsächlich Sonic Adventure Lieder wahrscheinlich gespielt werden. Es ist vieles noch unklar, weil, wie gesagt, es ist erstens, ist es ein Leaker, also man kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Gerüchte stimmen. TSSZ und Sonic Stadium haben sich für diese Informationen verbürgt und haben gesagt, das wird wahrscheinlich akkurat sein, was ihnen da zugeteilt worden ist, auch weil diverse Audio-Recordings von Test, also von so Testphasen von dem Konzert, bereits an sie geschickt worden sind. Und wer weiß, also könnte sein, dass da 2020 ein Musikevent auftaucht. Relativ interessant in dem ganzen Zusammenhang ist, dass da auch Open Your Heart, das Sonic Adventure Theme, komponiert werden soll oder gesungen werden soll, genauer gesagt. Und zwar bei Eizo Sakamoto. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und Eizo Sakamoto war eben derjenige, der damals bei der Sonic Adventure Enthüllung, bei der originalen 1998, ebenfalls die Version von Open Your Heart gesungen hat. Also natürlich, die Fanbase ist wieder relativ in Aufruhr. Das feuert natürlich die Gerüchteküche. Kommt jetzt ein Remake? Kommt kein Remake? Kommt vielleicht aber ein Port? Das Sonic Adventure Remake ist offiziell bestätigt. Das haben wir doch schon, ich glaube, im Oktober geklärt. Ja, natürlich. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also, aber ja, also wir wissen auch schon lange, dass es offiziell bestätigt ist und definitiv kommt. Das ist nur ein Spaß übrigens. Ja, also ich für meinen Teil bin auch eher in dem Bereich der Fanbase, die sagen, ja, ein Sonic Adventure Remake wird wahrscheinlich auftauchen. Also irgendwie zeigen gerade alle Zeichen dahin, jetzt auch noch dieses offenbare Event, das Ende des Jahres 2020 passieren soll. Ein relativ großes Event scheinbar, wenn man den Leaker glauben kann. Ja, aber wir hatten auch die Sonic Adventure Music Experience, die ist jetzt gerade erst gewesen. Hatten wir auch, ja, aber scheinbar soll dieses Event um einiges größer sein, also wirklich schon so konzertmäßig aufgebaut sein und eben dass da scheinbar auch der Sänger vom originalen Open Your Heart damals mit der Erstveröffentlichung oder der Erstankündigung eben mit dabei ist im Event. Es seien einige interessante Parallelen dabei. Wer weiß. Es, wie gesagt, ist jetzt nicht hundertprozentig bestätigt. Das ist, sollte man alles nur eher mit als Gerüchteküche jetzt abstempeln. Bevor Sega da jetzt nicht offizielles Event wirklich ankündigt, kann man nicht hundertprozentig wissen, dass es stimmt. Aber wie gesagt, also Sonic Stadium und TSSZ haben sich für den Insider da verbürgt, haben gesagt, es könnte durchaus stimmen. Also das, was ihnen da zugespielt worden ist, ist ziemlich legitim von dem, was sie jetzt dann wirklich mitgekriegt haben. Und wir verlinken den Artikel dann natürlich auch nochmal, den könnt ihr gerne selbst durchlesen vom Sonic Stadium und von TSSZ und in eigene Schlüsse ziehen dann.
Also darf ich noch schnell einen richtig schlechten Witz machen, bei dem ich dich aber jetzt gerade nicht beim Sprechen unterbrechen wollte? Natürlich, nur zu. Als du gesagt hast, kommen wir zunächst zur Spekulation, wollte ich sagen, aber die Zeit für Spekulatius ist doch vorbei. Jupp, okay. Der war schlecht, aber lustig. Ja, wir brauchen doch unseren wenigstens einen schlechten Witz pro Folge. Ja, Musst genau. du den jetzt noch sagen? Also, Gut, damit. ansonsten hätten uns ja alle Fans, keine Ahnung, die Türen eingetreten. Genau, ja. Also Ich wollte die eigentlich noch Quote was ist anderes erfüllt. sagen, aber nein. Die Quote ist offiziell erfüllt, ja. Und Lebkuchen ist übrigens viel besser wie Spekulation. Fällt mir. So, und wie sieht's denn aus mit dem anderen 2020 Event, sag ich mal, oder der Kampagne? Ja, was ebenfalls interessant ist, scheinbar soll 2020 ein relativ großes Jahr für Sonic werden. Nämlich passend zum Neujahrswechsel hat Sega of Japan eine neue Kampagne rund um Sonic gestartet, nämlich die Hashtag Sonic 2020 Kampagne. Und viel mehr als ein Logo und ein ziemlich cooles Artwork hat man von der Kampagne bis jetzt noch nicht gesehen. Aber es ist ein erstes Zeichen dafür, dass auch wenn jetzt vielleicht kein Hauptspiel in unmittelbarer Reichweite ist, könnte sich natürlich auch noch ändern. Aber es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass 2020 ebenfalls ein relativ großes Jahr für Sonic werden könnte, in welcher Hinsicht auch immer. Ich Wir meine, wir haben wissen ja, ja. wir haben Bitte. zwei große Sachen auf jeden Fall, die kommen. Das sind Natürlich, ja. einmal der Sonic Movie, logischerweise, und dann ja noch Sonic bei den Olympischen Spielen. Okay, ja. Gut, ja, Ja, aber. so groß ist es jetzt nicht, aber es ist halt schon ein neues Spiel. Es ist ein neues Spiel letztendlich, ja. Jetzt habe ich irgendwie verzweifelt nachgedacht, was die zweite Sache sein könnte und ob ich die irgendwie verpasst habe. Und Ja, sorry, also. Vielleicht war das groß doch ein bisschen übertrieben, aber es ist halt ein neues Mobile-Spiel, was wir definitiv noch kriegen werden. Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 soll Ja. ja im Frühjahr irgendwann kommen. Also, ich bin auch immer noch der Meinung, wir werden wahrscheinlich ein Tie-in Spiel zum Film noch kriegen, eventuell. Ja, wäre natürlich eine Spekulation. Na? Für meinen Teil, ich frage mich, ob sie jetzt wirklich ein neues Hauptspiel rauswerfen wollen, weil 2021, nächstes Jahr, ist ja Sonics großer 30. Geburtstag, also 30. Jubiläum. Und ich denke mir eher, wenn jetzt irgendein großes Hauptspiel in Arbeit ist, dass sie sich eher für nächstes Jahr dann aufbehalten wollen. Und keine Ahnung, aber scheinbar will Sega 2020 auch schon ziemlich viel Hype um Sonic generieren, trotz des baldigen 30. Geburtstages. Was da jetzt wirklich kommt, ob es eine neue Spielankündigung ist oder ob das Spiel tatsächlich ein neues Spiel schon Ende des Jahres rum releasen wird, wäre ja auch nichts Neues, dass es im Frühling angekündigt wird und dann Ende des Jahres rauskommt, ist mit Media zum Beispiel auch passiert. Also Wer ganz weiß. ehrlich, es kann ja sein, dass wir dieses Jahr neues Hauptspiel kriegen und nächstes Jahr dann einfach ein Remake. Sei es jetzt Sonic Adventure oder irgendwas anderes, aber die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit wäre natürlich da, ja. Die Frage ist natürlich, ob jetzt die Ressourcen bei Sonic Team wirklich auch da sind oder ob das irgendwer anders übernimmt. Naja, ein Aber Remake können Sie problemlos outsourcen. eben, ja, das wäre ja eine Möglichkeit. Ja. Also wenn wirklich ein Remake in irgendeiner Form in Arbeit sein sollte, dass da nicht zwangsweise auch Sonic Team dran arbeiten muss. Ich meine, das hat ja Nintendo am Ende mit den Remakes zu den Nintendo 64-Spielen von der Zelda-Reihe auch gemacht. Genau, stimmt, das Das war hat jemand ja anderes. Rezo, hießen die, glaube ich, haben das ja gemacht. Ich glaube ja. Also die Möglichkeit wäre da, das wäre jetzt halt so eine leichte Vermutung von mir. Natürlich, also die Spekulationen kochen hoch wieder mal. Es ist nicht wirklich klar, was jetzt Teil dieser Kampagne sein soll, ob Kinofilm dazugehört, ob ein neues Spiel dazugehört, je nachdem. Aber mal schauen, soll scheinbar ein ziemlich heftiges Jahr für Sonic werden. Und in Japan hat es ja schon relativ heftig angefangen, denn da läuft aktuell ein Rerun von Sonic X. Und ich habe es vorhin erst wieder gemerkt, aber das japanische Opening ist fantastisch. Oh ja. Dieses Sonic Go, das ist einfach, das macht einfach Laune. Ja, hype dann schon richtig auf die Folge. Und ja, dieser Rerun ist jetzt in Japan gestartet. Ich glaube, am 8. Februar ging es los, wenn mich nicht alles täuscht. Moment, 8. Februar? 8. Jänner, meinst Ja, du? Januar, Januar. ja. Und ja, die Qualität sieht zumindest von dem, was ich so gesehen habe im YouTube-Preview, ein bisschen besser aus als auf Netflix. Mag aber auch nur Eindruck sein, ich weiß es nicht. Was aber viel interessanter ist, wo wir beide noch nicht so richtig wussten und wo man auch nicht wirklich viel dazu finden konnte, die Metarex-Saga wurde in Japan noch nie vorher gesendet. Genau. Diese wird jetzt aber auch mit ausgestrahlt.
Wo aber die Frage offen bleibt, da sind wir uns halt nicht wirklich sicher, ob das nicht irgendwie auf DVD rauskam in Japan früher oder ob das komplett neu eingesprochen ist, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, ist mir eben noch geschossen. Vor ein paar Jahren, das ist aber wirklich schon eine gute Weile her, kann ich mich daran erinnern, dass ich mal auf YouTube Clips von Sonic X angeschaut habe und die waren teilweise auch auf Japanisch dann. Also ich glaube, es ist schon eingesprochen worden, aber irgendwie ist es dann nie zur Ausstrahlung gekommen, sondern wahrscheinlich wirklich über DVD ist dann weiterverarbeitet worden. Aber ich kann mich entfernt daran erinnern, dass ich das, glaube ich, auch japanische Clips von der Midterix-Saga schon gesehen habe. Ja, also es ist ein japanischer Anime, also es wäre auch komisch, wenn sie es nicht gemacht hätten. Eben, ja, aber dann ist auch komisch, dass die Midterix-Saga nie wirklich ausgestrahlt wurde in Japan. Die ja, aber jetzt wird sie halt ausgestrahlt auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich hätte eigentlich einfach nur mal auf YouTube gucken müssen. Hier habe ich das schon mit English Subtitles. Eben, ich denke mir, ich kann mich jetzt erinnern, dass da was war, aber das ist mir jetzt vorher nur bei der Besprechung noch nicht eingefallen und jetzt plötzlich ist mir irgendwie der Geistesblitz gekommen. Ich habe da irgendwo mal was geschaut. Hätte mich halt wirklich gewundert, wäre das, hätte das noch gar nicht existiert und hätten sie es neu eingesprochen. Also Entschuldigung für die fast falsche Information. Wir sind auch nicht perfekt und es ist sehr spät, seht es uns nach. Ja. Weil ein gewisser Herr jemand bekommt ja ständig Besuch und hat deswegen die Zeit, sorry, zu vernünftigen Zeiten den Podcast aufzunehmen. Das Leben eines Erwachsenen ist hart. Man hat weitaus weniger Zeit für seine Hobbys wie als Kind. Ich bin auch erwachsen. Ja, ich weiß. Bei dir ist es nicht viel anders wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Reden wir nicht drüber. Ja. So, ha, damit ist mein News-Teil für heute fertig. Ja, du kannst dich ausruhen und zurücklehnen und ich mache dann noch die letzten zwei News weiter, ja. Oh, ich hätte jetzt eigentlich Bock, eine Runde Skateboard zu fahren. Jawohl, wäre eigentlich cool, ja. Es ist zwar relativ dunkel draußen, aber die Straße sieht trotzdem beleuchtet. Ich würde mir echt gern mein Mephiles Skateboard schnappen und einfach ein paar Runden durch die Straßen ziehen. Ein Mephiles Skateboard? Das gibt es? Oh ja! Oh mein Gott, das klingt echt gerade wie irgendeine Werbung. Auf irgendeinem billigen Telenovela-Sender. Aber wo kann man denn das kaufen, David? Das erkläre ich Ihnen gleich. Und zwar, also, es gibt da eine Seite, die wirklich so Skateboard vertreibt, nennt sich Finesse und die behandelt auch wirklich sehr viele sehr viele Videospielreihen. Zum Beispiel gibt es da auch Skateboard Street Fighter, sehe ich da gerade auf der Seite. Transformers ist auch ein bisschen was dabei. Und ebenso auch Sonic. Also sie haben wirklich auch ein paar Sonic-Motive. Von Sonic, Shadow, Metal Sonic, Super Sonic, Querfeldein, alles dabei. Und jetzt eben auch Mephiles aus Sonic 06. Mephiles kriegt scheinbar ein eigenes Skateboard-Motiv. Und das ist relativ interessant, weil Mephiles ist ein Charakter, den man in Merchandise sonst eigentlich nicht wirklich so oft sieht. Aus meiner Erfahrung ist jetzt ein Charakter, der auch größtenteils von der Sonic-Franchise allgemein vergessen wurde. Also man merkt ihm nicht viel. Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Wir dürfen nicht vergessen, er war auch in Sonic Runners. Stimmt, er war in Sonic Runners dabei. Ja? Das wollte ich gerade noch erwähnen, dass er in Sonic Runners zumindest dabei war. Aber ansonsten auf offizieller Ebene jetzt nicht so wirklich oft in irgendeiner Form erwähnt wurde. Sonic 06 Remake ist bestätigt. Ja, genau. Also es wird kein Sonic Adventure Remake, sondern Sonic 06 Remake. Wir waren die ganze Zeit voll dran. Zuerst gehört bei spindash.de. Genau, ja. Und Mephiles kriegt da jetzt eben ein Skateboard, wie es aussieht. Und ziemlich interessant, finde ich. Es ist doch ein ziemlich obskurer Charakter aus Sonic 06. Natürlich in Fankreisen ein relativ populärer Charakter. Mephiles hat ziemlich seine Fanbase auch. Ja, weil er halt so edgy ist. Sogar sein Name ist edgy. Er heißt Mephiles the Dark. Eben, und er ist im Grunde so eine Kristallkopie von Shadow, könnte man sagen. Also ja, bei den Edgelords von der Franchise kommt er sicher relativ gut an. Und er bekommt jetzt sein Skateboard. Wer sich das holen möchte, der kann gerne auf der offiziellen Seite von Finesse mal reinschauen, das eventuell bestellen. Weiß gar nicht, ob sie jetzt auch zu uns liefern würden. Ich nehme jetzt mal schon an, aber es könnte natürlich mit einigen Versandkosten mit dabei sein. Und die Skateboards an sich sind, ja, sehe ich da gerade $40 bis $50. Also kommt da wahrscheinlich doch ein bisschen was zusammen, wenn man sich eins von denen importieren möchte. Aber die Möglichkeit besteht und für alle Mephiles-Fans da draußen, ihr kriegt bald ein ziemlich cooles Stück von Merchandise, das ihr euch jederzeit schnappen könnt. Ich habe aber gerade mal in den Shop reingeschaut. Ich finde tatsächlich, Mephiles ist gar nicht das Obskurste, was da drin ist, sondern wir haben ja auch Metal Overlord. Ja, stimmt. Siehst du, Neo Metal Sonic Heroes war es. Yep.
Oder beziehungsweise genau. Neo Metals Tonic hieß er ja da. Overlord war ja dann die finale Form, aber... Genau, da könnte man halt argumentieren, es ist trotzdem eine Form von Metal Sonic und Neo Metal Sonic war ja auch in den IDW Comics bereits vertreten, also scheint er zumindest ein bisschen öfter vorzukommen in offiziellen Medien als jetzt Mephiles selbst. Bestellen könnt ihr euch übrigens keines der Skateboards, weil die alle ausverkauft sind. Oh, ups, tatsächlich. Ich habe gerade mal reingeschaut. Oh, bitte. Okay, aber zumindest wenn das neue Mephiles Skateboard auftaucht und ihr schnell seid, ihr könnt die Seite ja mal im Auge behalten und eventuell auf Instagram haben sie eben den Teaser gepostet. Finesse, also vielleicht den eventuell mal im Auge behalten. Und ja, wie gesagt, für Fans von Mephiles definitiv recht nette Geste, dass da auch mal zu seinem Charakter Merchandise auftaucht. Hat man nicht oft und ist deswegen wahrscheinlich umso geschätzter. Ja, okay. Und damit kommen wir dann zur letzten News des Tages, wo ihr noch mehr Geld ausgeben könnt. Weil genau. Wir haben ja davon so viel. Mehr als genug Geld, ja. Für Fanartikel von Sonic auf jeden Fall. Und zwar, die Neuigkeit ist frisch reingekommen heute. Es gibt neues Merchandise im europäischen Sega-Shop, nämlich ein paar ziemlich nette Sonic-Mützen. Und zwar sind das so Schildkappen, so Baseballkappen, könnte man sagen, mit diversen Motiven an der Vorderseite. Das wären Sonic, Knuckles und Dr. Eggman hat auch eine Kappe, bei der ich schon relativ damit spiele, ob ich sie mir nicht holen soll, weil sie doch ziemlich cool aussieht. Und ja, also die findet ihr im Sega-Shop, im europäischen, gibt es natürlich auch dann bei uns. Muss nicht extra schwierig importiert werden. Ich schau gerade noch. Kosten jeweils. Ja, also der Preis ist schon relativ gesalzen. Das sind 32,99 € pro Kappe. Plus Versand. Plus der Versand dann natürlich dazu, ja. Der natürlich auch nochmal ein paar Euro extra kostet. Und ja, yeah, also nicht ganz so billig. Vielleicht als kleines Trostpflaster, wenn man sich zwei von den Kappen holt, ist man über die 50 € drüber. Und dann sollte eigentlich der Versand frei sein, was ich da unten bei der Seite sehe nach wie vor. Also könnte man sich eventuell zwei Kappen holen für sich und einen Freund, für ein Familienmitglied und zahlt dann zumindest keine Versandkosten. Ja, sein ein nettes Merchandise. Wie gesagt, bei der Eggman-Kappe spiele ich ein bisschen damit, auch wenn mich der Preis jetzt ganz leicht abgeschreckt hat. Puh. Und ja, also ist toll, dass der Sega-Shop auch in Europa immer wieder mal ein bisschen noch mit neuen Waren versorgt wird. Es war ja wirklich ein sehr lang gehegter Wunsch von europäischen Fans, dass eben wirklich Artikel auch auf den Sega-Shop Europa kommen, dass der Sega-Shop Europa wirklich eröffnet wird und mit ähnlich viel Merchandise versorgt wird wie in Amerika. Und das haben wir jetzt in einem Sinn. Ist ziemlich nett für Merchandise-Jäger. Ich liebäugle ja gerade mal wieder mit dem Anniversary Collectible Coin von Knuckles zum 25. Weil der ist jetzt gerade im Winter Sale für 1,99 €. Aber ich will halt nicht mehr bestellen und dafür lohnt sich das mit dem Versand. Mm. Ist aber schon schade. Ist schade, ja. Danke, aber Brexit. Wie gesagt, aber wie gesagt, also Möglichkeit besteht, schaut auf den Sega-Shop und schaut auch mal die anderen Sachen an. Wie gesagt, kommen immer wieder neue Sachen dazu, nicht nur zu Sonic, sondern auch zu anderen Sega-Franchises. Genau, da habt ihr auf jeden Fall eine riesige Auswahl. Oh ja. Und damit, nach 1,5 Stunden Aufnahme, wo Craig uns zweimal einfach alleine gelassen hat, ich hasse dich, Craig. Spaß beim Schneiden, ja. Werden wir den Podcast jetzt mal beenden. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, wie üblich, für den Support. Unsere letzte Folge kam scheinbar wirklich gut an übrigens. Hm? Also die wurde gerade auf Soundcloud und auf Spotify relativ häufig geklickt und sehr, sehr viel auch durchgehört. Also ich kann ja gerade mal gucken, wir haben 13 Streams auf Spotify und knapp 62% der Leute haben den Podcast bis zum Ende durchgehört. Hm? Vielen Dank dafür, ja, super. Das ist echt schön. Weil das ist mehr als die vorherigen Folgen. Und wir freuen uns, dass das gut angekommen ist. Wir haben auch sehr, sehr viel Spaß mit der letzten Folge gehabt, die ja fast 2 Stunden ging. Oh ja, das war unser großer Jahresrückblick natürlich, wo wir über sehr viele Sachen geredet haben. Ja, und wir melden uns hoffentlich nächste Woche zurück. Eine kleine Ankündigung, leicht negativ muss ich trotzdem machen. Die Folgen ab übernächster Woche werden auf jeden Fall für knapp einen Monat definitiv etwas kürzer. Weil ich dann, juhu, in der Prüfungsphase mal wieder bin. Ergo, da werde ich nicht so viel Zeit für den Podcast haben. Ausnahme wird da wahrscheinlich unsere Sonic-Movie-Folge bilden, die wir noch ein bisschen ausdiskutieren müssen, weil der gute David in Deutschland zu Gast ist und wir dann wahrscheinlich nicht direkt nach dem Film das aufnehmen können. Ja, yep, leider. Da bin ich gerade, könnte man sagen, auf Kurzurlaub. Natürlich nicht bei mir, sonst wäre das ein bisschen einfacher. Ja, yep, sonst könnte man das direkt dann von der Arbeit machen, ja. Aber das werden wir alles hinkriegen. Zur Not müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und eine Woche warten.
mit dem Podcast. Ja. Was ich schade fände, aber naja. Wir geben uns Mühe auf jeden Fall, ja. Dass wir es rechtzeitig rauskriegen. Für jetzt, ja, sagen wir aber erstmal bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen und natürlich entsprechend auch auf SoundCloud und YouTube. Links dazu überall in der Beschreibung. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Auf Wiedersehen. Auch eine schöne Woche und tschüss.